Ja, lieber Eisenbauer, ja, ich freue mich, euch heute ja, den nächsten Neuzugang vorstellen zu dürfen. Das ist der junge Mann hier neben mir, Lukas. Ja, am besten stellst du dich gleich erstmal selber vor. Ja, ich bin der Lukas Willkommen, bin 18 Jahre alt, komme aus Bergesübel und ja, spiele Handball. Ich spiele Handball. Sehr gut, also ich präsentiere euch diesmal kein Basketballer, kein Fußballer, sondern ein Handballer. Position? Torhüter. Torhüter. Okay, wo hast du vorher gespielt, wenn man fragen darf? Angefangen Handball zu spielen habe ich bei SV Medizin Bad Gottleuba. Also Grüße zu den Medizinern. Ja. Dann bin ich nach Dresden gewechselt. Da habe ich dann 4 Jahre gespielt. Beim HSV Dresden? Nee, beim HCL Florenz. Wichtige Info. Und dann habe ich mir was anderes gesucht und jetzt bin ich bei euch. Okay, klasse. Und welchen Mannschaften hast du gespielt beim HCL Florenz? Also ich habe A-Jugend gespielt, Jugendbundesliga, und dann habe ich ab und zu in der zweiten ausgeholfen, also beim PT. Und Perspektivteam, genau. Für diejenigen, die es nicht wissen. Genau. Und das war es eigentlich bei Dresden. Okay. Hattest du da auch Einsätze fürs Perspektivteam schon mit? Oder ich sag mal, bist du bloß als Ersatz auf der Bank mitgefahren? Das? Ja, ich hatte vor 2 Jahren gegen HC Blauen hatte ich Einsatz gehabt. Cool. Okay. Ja, und dann saß ich halt nur auf der Bank. Als ja, gut, okay. Manchmal ist es halt so. Ne? Aber dabei sein ist auch wichtig. Ja. Und vor allem als Mentalitätsschwein, da muss man noch pushen von der Bank. Genau. Klasse. Wichtige Frage, was machst du beruflich? Schule noch oder? Ich lerne zurzeit Sportinstructor, das ist so was Ähnliches wie Sportlehrer. Okay. Ich mache Reha-Sport hauptsächlich, Wassergymnastik, Gymnastik und sowas. Geil. Und wie lange geht die Ausbildung? Ich bin jetzt im August fertig, also so. 3 Jahre ging so. 3 Jahre, cool. Okay. Dann, und Chancen stehen positiv auf Übernahme, sag ich? Ja. Ja. Geil. Na, das hört sich doch richtig edel an. Für alle weiblichen Fans natürlich die entscheidende und wichtige Frage: Verliebt, verlobt, verheiratet? Ja, ist schwierig gerade. Ich sag mal jetzt gar nichts. Ja, okay. Schwierig. Okay. Okay, also wir schweigen und lassen uns mal überraschen, was rauskommt. Ja. Ist ja nicht schlimm. Alles gut. Jetzt hatte ich irgendwas auf den Lippen, was mir auch noch fehlt. Ach genau, Trikotnummer gibt es hier eigentlich schon? Oder ja, welche hattest du bisher immer? Ich hatte der 1 gehabt bei Gottleuba, dann hatte ich der 56 gehabt, dann der 22 und jetzt ist die 99. 99? Wow, ich glaube, das ist die höchste Trikotnummer, die waren bei der ersten. Geil. Ja, nächste Frage noch. Ins Trainingslager kommst du mit nach Polen? Ja. Sehr geil. Hat schon Urlaub beantragt dafür? Nee, noch nie, aber wird bald sein. Okay. Ja, Sommerzeit, Urlaub. Gibt es Urlaubspläne? Das weiß ich noch nie. Oh, ja. Du bist ein ganz spontaner wahrscheinlich. Ja, das ist dann immer bei unserer Gruppe. Ich fahre immer mit meinen Freunden. No? Und das ist immer ganz spontan. Okay. Ja. Aber wir werden bald mal planen. Wir werden bald mal planen. Geil. Also ich kann dir verraten, ich fahre nach Kroatien. Ja, war ich 10 Jahre gewesen miteinander. Ja? Ja? Geil, da kannst du mir garantiert irgendwelche Tipps dann noch geben, wo man billig einkaufen kann oder wie was funktioniert. Oh. Oder. Ich war zum Beispiel 7 Jahre in Poric miteinander. Okay. Aber das ist ganz schön teuer geworden. Hm. Ja, dann war ich in Raab, auf unser Raab gewesen. Und in der Nähe von Split auch? Weil ich fahre nach Split? Nee? Nee. Ja, aber das ist auch schön, oder? Ja, weil die Stadt soll schweinegeil sein. Ich war noch nie in Kroatien, ich lasse mich absolut mal überraschen. Und ja. Das ist doch schön. Ich freue mich da schon auf meinen Urlaub. Na gut, okay. So viel zum kurzen Smalltalk. Ja, lieber Eisenbahner, also das war unser Lukas. Willkommen. Ja, Torhüter von der Position her. Und da freuen wir uns auf jeden Fall auf die neue Saison mit dir. Ich sage an der Stelle herzlich willkommen bei den Eisenbahnern. Scheiße geil, dass du da bist. Und ja, schauen wir mal, wie es wird. Schauen wir mal. Ne? Also, das war's. Macht's gut, Mans. Mans. Fans. Fans. Ihr merkt, ich bin aus dem Rhythmus raus. Ich muss erstmal wieder langsam reinkommen. No. Gut, das war's. Macht's gut. Ciao.